Hey Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Minecraft. Und bevor wir anfangen, würde ich vorschlagen, legen wir eine Schweigeminute ein. Nee, das war jetzt natürlich ein Spaß. Aber ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Und zwar ist unsere alte Safe World, wie soll ich sagen, weg. Ja, Leute, das hört sich jetzt vielleicht scheiße an und ich find's selber scheiße. Es war ein Fehler von mir. Ich hatte einen Mod installiert, woraufhin ein Fehler passiert ist. Und bevor ihr jetzt sagt, oh, warum hast du kein Backup gemacht? Ich habe einen Backup gemacht. Allerdings ist mir das ebenfalls kaputt gegangen. Und habe das ganze Zeug in den Papierkorb geschoben. Und bevor ich dann dran gedacht habe, Mist, du musst ja nochmal deine Safe-Datei kopieren, habe ich den Papierkorb geleert. Und selbst mit Wiederherstellungssoftware, die ich mir extra gedownloadet habe, hat es nicht funktioniert, weil die Safe-Datei einfach kaputt ist. Und ja, die ist jetzt weg. Und ich habe eine neue Welt erstellt. Die gute Nachricht ist, das ist eine übelst geile Welt. Sie gefällt mir richtig gut. Und ich wollte euch jetzt so ein bisschen die Anfangsphasen ersparen, weil wir die ja schon mal gesehen hatten. Und darum werde ich euch die Welt kurz mal zeigen. Ihr seht hier, wir sind schon in einem kleinen Haus, das ich mir gebaut habe. Es wird jetzt gerade Nacht, ich zeige euch gerade nochmal draußen. Diese übelsten Berge, das ist richtig geil, finde ich. Zieht euch das mal rein hier. Boom. Riesige Berge auch da hinten noch. Hier geht's extrem weit nach oben. Da ist auch noch ein bisschen Kohle. Also, wie ihr vielleicht an meinem Haus seht und an meinem Equipment, ich habe auch schon eine Eisenspitzhacke, ja, habe ich schon ein klein wenig gemacht. Hier ist nur ein Loch im Boden, da ist nichts sonst. Und zwar habe ich mir schon etwas, eine ganze Menge Holz abgebaut. Und wenn ich eine ganze Menge sage, meine ich auch eine ganze Menge. Und ich habe mir unten vom Strand etwas Glas geholt und auch schon Kohle gefunden. Hier seht ihr noch so eine geile Bergformation, ich finde es extrem cool. Ich habe auch hier schon ein Loch in den Berg gegraben. Das ist, ich würde mal so sagen, ziemlich, ziemlich lang. Und da habe ich halt auch schon einiges an Kohle gefunden. Ich glaube, ich habe noch ungefähr so 20 oder so in meiner Kiste. Ich gucke gerade mal nach. Diese geile Map einfach, ich finde die so cool. Hier haben wir so ein paar Sachen. Ein Kaktusteil habe ich schon gefunden. Ein paar Setzlinge, Fleisch, und ich habe auch schon eine Spinne und einen Zombie getötet. Hier ist der Cobblestone, den ich aus dem Loch habe. Da noch das Holz, den Dreck aus dem Loch. Ein bisschen von dem Glas, das ich gemacht habe, ist übrig geblieben. Ihr seht ja hier, ich habe das ein bisschen verglast, weil ich den Anblick einfach cool fand. Und ja, ich würde dann einfach sagen, wir spielen auf dieser Welt hier weiter. Ich hoffe, das ist nicht zu schlimm für euch. Falls es nicht gefällt, ich kann es nicht ändern, dann könnt ihr halt meine Videos nicht mehr angucken, aber ich denke mal, so schlimm wird es für euch nicht sein. Hoffe ich zumindest. Obwohl die alte Welt zwar ganz cool war, aber so viel hatten wir da ja jetzt auch noch nicht gefunden und entdeckt. Und bevor wir jetzt richtig anfangen, gucke ich gerade nochmal, ob ich auch. Ah, genau, es ist noch auf Peaceful. Wir stellen mal auf Normal. Und ja, außerdem habe ich mich bemüht, dass Minecraft etwas flüssiger läuft. Ich hoffe, das hat funktioniert. Also es nimmt jetzt ein bisschen mehr FPS auf, zumindest im Moment. Ich hoffe, das bleibt auch so. Hier haben wir noch ein paar Sachen, Spitzhacken und halt Material so ein bisschen. Und das war es auch eigentlich schon. Mehr haben wir noch nicht. Im Ofen ist, glaube ich, noch ein bisschen Kohle, genau. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einfach mal auf dieser Map weiter. Ich habe mir ehrlich gesagt noch nicht so genau überlegt, was wir genau auf dieser Welt machen werden. Ich bin noch am Überlegen und vielleicht könnt ihr mir auch in euren Kommentaren schreiben, was ihr euch so wünscht. Und ich würde mal sagen, bevor ich jetzt so viel drum herum rede, werden wir mal gucken, dass wir uns ein bisschen in die Tiefe graben. Wir wollen ja ein paar wertvolle Materialien finden. Und das bedeutet, wir brauchen erstmal einiges an Leitern, weil ich das gerne wieder genauso machen möchte wie auf meiner alten Web, indem ich mich einfach gerade nach unten grabe.
So, wir brauchen wieder einiges an Holz. Das kennen wir ja schon. Und jetzt, das kommt da drauf. Das kommt da. Ich weiß jetzt schon, dass das nicht reichen wird. Aber egal. Wir machen jetzt einfach mal die beiden 64er Stacks durch. Ach Mist, das war gar nicht durch. Verdammt. So. Das... Egal, ich mache noch den Rest. Komm, das ist jetzt egal. Wenn schon, denn schon. Dann habe ich wenigstens erstmal für eine ganze Zeit hoffentlich auch genug Stacks. Wir machen mal... Zack, 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 zack. Ja, ein 64er Stack ist zu wenig. Das ist aber nicht so schlimm. Wir machen uns jetzt erstmal die Leitern. Und zwar 64. Und dann machen wir zack, 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 zack. Und wir machen uns noch ein paar, die wir auch noch für unser Haus brauchen werden. Das sollte jetzt aber auf jeden Fall erstmal reichen. Und der ganze Kram kommt in unsere sonstige Kiste. Und zwar nehmen wir erstmal nur 32 Leiter mit, weil ich habe keine Lust, dass wir irgendwie in Lava fallen oder so und ich dann alles verliere. Das wäre ein bisschen blöd. Wir haben hier unsere Steinspitzhacke, die werde ich gerade noch verbrauchen und dann erst unsere Eisenspitzhacke nehmen, weil wir halt bis jetzt noch nicht so viel Eisen gefunden haben. Und ich will sie nicht verschwenden. Ein paar Fackeln haben wir auch noch. Und das heißt, wir werden uns jetzt erstmal hier runtergraben. Und zwar werde ich hier erstmal wieder, wie auch schon in der alten Welt, einen kleinen Keller anlegen. Zack, 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 zack. Ich hoffe, das ist im Moment nicht zu dunkel für euch. Schalala. Ja, also wie ich schon erwähnt habe, die Map gefällt mir echt extrem gut. Falls ihr sie auch spielen wollt, müsst ihr mich anschreiben. Ich glaube, ich weiß sogar noch den Seed. Also, der Seed war Glacier, also G-L-A-C-I-E-R. Falls ihr es haben wollt, müsst ihr es einfach eingeben, dann bekommt ihr genau dieselbe Map wie ich. Natürlich mit einem anderen Spawnpunkt. Ich bin auch nicht direkt hier gespawnt, ich bin ein bisschen weiter weg gespawnt. Aber ich bin einfach rumgelaufen und fand dann am Endeffekt, dass diese Stelle doch die beste ist. Hat sie mir einfach gut gefallen. Für diese Map gilt übrigens das gleiche wie für meine alte Let's Play Map. Ich habe zwar Mods installiert, weil ich die auf meinen anderen Maps teilweise benutze, aber bis auf den Minimap-Mod werde ich keinen, bis auf den Minimap und den More Stackable-Mod, werde ich keinen auf meiner Let's Play-Welt benutzen, weil das doch ein zu großer Vorteil ist. Und ja, so, der Keller, der sieht doch so schon mal ganz schön aus. Wir werden ihn natürlich noch ein bisschen vergrößern. Ich muss mich mal so ein bisschen räuspern, weil ich gerade was vergessen habe. So. Ich hoffe auch, dass wir relativ bald auf Eisen stoßen werden. Und natürlich hoffe ich, dass wir in dieser Welt ein bisschen mehr Glück mit Diamant haben werden. Und da ist auch schon wieder Kohle, super. Die holen wir uns natürlich direkt. Ach verdammt, das war das falsche Stück Erde. Ja, wohl eins kannst du noch weitergehen. Das kommt noch weg. Tja, also wie gesagt, es tut mir leid. Ich kann es nicht ändern. Aber vielleicht macht uns diese Let's Play-Welt ja mehr Spaß. Ich habe schon so einige Ideen, was ich machen werde. So, da ist unsere Steinspitzhacke weg und wir nehmen jetzt ab jetzt unsere Eisenspitzhacke. Das heißt natürlich, es geht etwas schneller, heißt natürlich aber auch, wir haben wahrscheinlich bald keine mehr. Und wir haben hier schon wieder einen riesen Kohlevorkommen, wo wir ja eigentlich noch überhaupt nicht tief sind. Ich werde das hier auch wieder zumachen, damit da keine Monster spawnen.
So, zack, zack, zack. Und schon ist der Boden wieder dicht. So, hier kommen schon mal Leitern hin. Ah, ist ja schlimm halt. Ja, und dann würde ich mal sagen, machen wir uns hier ein kleines Loch hin. Und graben uns in die Richtung nach unten, würde ich erstmal sagen. Hier kommt schon mal direkt eine Fackel hin, da es relativ dunkel ist. Und jetzt geht's einfach etwas nach unten. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu tief bauen, damit wir mit den Leitern, die ich dabei... Wow! Wow, Schock. Die ist direkt hier. Boah, verdammt. Ich glaube... Oh, das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich leg doch nochmal meine Sachen ab, weil ich keine Lust habe, dass ich die alle verliere. Ja, genau, da haben wir auch schon ein kleines Loch nach oben, wo ich... Und es wird auch gerade wieder Tag, sehr schön. Ah, da hinten sehen wir... Oha. Seht ihr die ganzen... Hier ist nichts. Seht ihr die ganzen Skelette da hinten? Das sind mindestens 3, wenn nicht sogar 4. Vielleicht ist da sogar ein Mob-Spawner in der Nähe. Da unten sind auch Tintenfische im Wasser, das ist gut. Sand und Kakteen. Und ein Kürbis. Also ich habe noch nie einen Kürbis gefunden. Ich baue ihn einfach mal ab. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was man damit jetzt machen kann. Weil wie gesagt, ich habe noch nie einen gefunden. Ich hole mir hier gerade noch die Kohle. Zack, zack, zack. Das ist wieder ein gigantisches Vorkommen. Irgendwie habe ich, seitdem ich ein Let's Play mache, immer Glück mit Kohle. Keine Ahnung warum, fragt mich nicht. Jetzt unterstellt mir ja nicht, ich würde cheaten. Aber naja, man muss ja auch mal, neben dem vielen Pech, wie zum Beispiel ein Safe Game zu verlieren, auch mal ein wenig Glück haben. Ah, hier fehlt nur eine Reihe Holz. Das habe ich gar nicht gesehen. Das müssen wir natürlich noch verbessern. Und ja, also ich finde die Welt einfach episch. Die ist richtig cool. Wir werden uns auch wieder eine Farm anlegen. Ich muss noch mal gucken, wo wir das machen werden. Och, komm schon, Samen. Und wir bauen gerade noch mal ein bisschen Holz ab. So. Da wir ja...